Herzlich willkommen zu unserem Fazit aus dem Langzeittest Pocket Cinema Camera 4K. Wir wollen uns heute mal anschauen, was wir festgestellt haben nach knapp einem Jahr verschiedensten Produktionen mit der Kamera und was uns dabei aufgefallen ist. Und schlussendlich wollen wir zusammenfassen, ob wir die Kamera wieder kaufen würden und wenn ja, für welche Use Cases. Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Die Idee der Kamera ist schon im Namen benannt. Es soll eine kleine Cinema-Kamera sein, die 4K aufzeichnen kann. Sie hat einen Sensor, der in etwa mit der Größe eines Micro Four Thirds Sensors vergleichbar ist. Das heißt, der hat einen Crop von 1,9 und beiliegend ist auch DaVinci Resolve. Aber kommen wir mal zum Bild. Es ist erstmal sehr beeindruckend, was Blackmagic hier für 1200 Euro in diese Kamera reingepackt hat. Es gibt, glaube ich, nichts Vergleichbares in dieser Preiskategorie, was da irgendwie mithalten kann. Die Kamera zeichnet intern 12-Bit RAW auf und ProRes in verschiedenen Variationen. Von der Auflösung her ist maximal 4K DCI möglich. Blackmagic RAW lässt einem hier sehr, sehr viele Möglichkeiten in der Nachbearbeitung. Beispielsweise kann man den ISO oder den Weißabgleich einfach verändern, was man eigentlich nur von höherwertigen Kameras wie RED und ARRI kennt. Farben sehen sehr natürlich aus und gerade von den Hauttönen waren wir sehr beeindruckt. An Bildprofilen haben wir verschiedene zur Auswahl. Das ist einmal Film, Extended Video und Video. Dabei ist Film eher ein log-ähnliches Profil, Extended Video dann der Hybrid zwischen Video und Film und Video eher ein REC 709 mäßiger Bildlook. Wir haben immer mit dem Film-Bildprofil gearbeitet und die Extended Video LUT als Vorschau LUT benutzt. Wie Karl schon gesagt hat, ist die Kamera eine Cinema-Kamera und verlangt damit nach einiger Beschäftigung in der Postproduktion. Das heißt, der Workflow ist so gedacht, dass es einen Koloristen gibt, der sich aktiv Gedanken über die Farben macht. Wir haben festgestellt, dass das gerade bei Produktionen, wo man nicht den High-End-Anspruch an das Bild hat, ein Problem sein kann, weil es natürlich schwierig zu vermitteln ist, warum man jetzt sich in der Postproduktion nochmal aktiv mit Farben auseinandersetzen muss, wenn es eigentlich nur darum geht, mal schnell 1, 2, 3 Bilder abzuliefern. Die Kamera hat ein Dual-Native ISO, das bedeutet, jeder Sensor hat in der Regel ein Grund-ISO, wo er die maximale Dynamic Range und ein geringstes Rauschen hat. Da werden auch die Farben ein bisschen wiedergegeben. Die beiden nativen ISO bei dieser Kamera liegen bei 400 und bei 3200. Gerade bei 400 ist fast kein Rauschen sichtbar. Die Farben sind sehr lebendig dargestellt, sehr akkurat. ISO 3200 hat natürlich mehr Rauschen als ISO 400. Ist aber trotzdem extrem wertvoll, gerade in Situationen, wo nicht viel Licht vorhanden ist. Nimmt man den Blackmagic RAW auf, kann man in der Post den ISO zwar ändern, allerdings ist man limitiert auf die vorher festgesetzte Native ISO-Stufe. Das heißt, wenn ich auf 400 gefilmt habe, muss ich mich im Bereich zwischen 100 und 1000 entscheiden. Habe ich auf 3200 gefilmt, kann ich nicht niedriger als 1250 kommen. Sprechen wir über das Menü der Kamera, denn das beeinflusst maßgeblich, wie man mit der Kamera im Feld umgehen kann. Meines Erachtens nach ist das Menü eines der einfachsten und verständlichsten auf dem Markt. Gerade im Vergleich zu Sony-Menüs, mit denen man sich intensiv auseinandersetzen muss, damit man überhaupt einigermaßen findet, was man sucht, ist das Menü super leicht in der Handhabung. Das 5 Zoll Touch-Display unterstützt das Ganze noch, denn wenn man dann seine Option gefunden hat, dann kann man einfach per Fingertipp die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Wo die Kamera einen Micro Four Thirds Mount hat, haben wir tatsächlich keine einzige native Micro Four Thirds Optik bis jetzt an der Kamera benutzt. Wir haben von Anfang an mit einem Speed Booster gearbeitet. Das gibt uns diverse Vorteile. Zum Beispiel haben wir dadurch mehr Lichtstärke. Jedes Objektiv gewinnt nochmal um einen Stop. Wir können alle Canon-Objektive daran benutzen, die in vielen Variationen erhältlich sind, auch relativ preiswert sind. Wir haben weniger Crop, damit wird von dem 2.0 Crop oder von dem 1.9 korrekterweise, wird nur noch ein 1.5 Crop. Hat allerdings auch einige Nachteile, zum Beispiel werden Bildfehler im Allgemeinen verstärkt. Sprechen wir über die Anschlüsse, die die Kamera von Haus aus mitbringt. Die finden sich hier auf der linken Seite unter einer relativ wackeligen Plastikabdeckung. Da ist unter anderem zweimal Mini-Klinke, einmal für Kopfhörerausgang, einmal für externes Mikrofon-Eingang, dann ein Mini-XLR-Eingang,
Schöner wäre natürlich ein großer gewesen, funktioniert aber natürlich bei der Bodygröße auf keinen Fall. Was es aber in voller Größe gibt, ist der HDMI-Ausgang für externe Displays etc. Gerade beim Streaming ist es schön, wenn man dann direkt auf den Full-Size-HDMI zugreifen kann. Außerdem haben wir hier einmal USB-C. Darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Darüber kann prinzipiell externe Spannung eingespeist werden und Daten können abgegriffen werden. Das heißt, auch die Bilddaten für die Aufzeichnung. Und wir haben einen 2-Pin-Anschluss für ein externes Netzteil. Auch das macht im Streaming-Bereich natürlich Sinn. Wenn man die Kamera auf dem Stativ bewegt, dann kann man darüber die Kamera mit Spannung versorgen. Das ist schön, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, die man hier nutzen könnte. Im Consumer-Bereich wären das zum Beispiel die SD-Karten. Dann kann man allerdings nicht die niedrigen Kompressionen mit dem RAW-Codec verwenden, sondern muss auf 12:1 Kompression oder ProRes-Files ausweichen. Wenn man jetzt wirklich die Möglichkeiten der Kamera voll ausschöpfen möchte, dann wäre zum Beispiel CFast eine Möglichkeit. Allerdings weiß jeder, der schon mal nach den Preisen für CFast-Karten geschaut hat, dass das ganz schnell extrem ins Geld gehen kann. Und damit waren die beiden Möglichkeiten für uns suboptimal. Wir haben uns aber letzten Endes dazu entschieden, auf einer externen SSD aufzuzeichnen, auf der T5 von Samsung über den USB-Eingang. Es ist einerseits viel günstiger und wir können direkt von dieser Platte schneiden. Das heißt, wir müssen im Schnitt keine Dateien erst noch hin und her schieben, sondern wir stecken direkt die Platte an, schneiden davon. Nachteil ist natürlich, wir haben immer noch was am Cage dazu geriggt und das nimmt einfach Platz weg. Prinzipiell gibt es zwar die Möglichkeit, die Kamera mit einem internen IPX6-Akku zu versorgen, allerdings ist hier das Problem, dass die Kapazitäten des Akkus nicht ausreichend sind, um damit wirklich sinnvoll Drehtage durchzustehen. Also müsste man auf die professionellere Variante mit den V-Mount-Akkus ausweichen. Hier haben wir aber das Problem, dass diese natürlich vom Formfaktor her relativ groß sind und extern gewickt werden müssen. Das macht die Kamera wieder zusätzlich unhandlich. Kleiner Pluspunkt für die Variante wäre natürlich, dass man mit den V-Mount-Akkus gegebenenfalls auch externes Zubehör, Videofunkstrecken dergleichen, versorgen könnte. Unsere Lösung für das Akkuproblem sind externe NPF-Akkus. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie ein ganzes Stück günstiger sind als V-Mounts und sind kleiner. Außerdem können wir sie noch an einer Vielzahl von anderen Geräten benutzen, einen externen Monitor zum Beispiel. Nachteil ist natürlich, wir haben wieder was an der Kamera, es ist größer, es ist schwerer, die Kamera wird unhandlicher. Out of the box ist die Ergonomie der Kamera gar nicht mal so schlecht. Gerade wenn man sie mit kleineren Optiken verwendet, dann ist sie tatsächlich zu bedienen wie eine DSLR. Mit größeren Objektiven funktioniert das nicht mehr ganz so, weil das vorm Gesicht halten, weil man zwangsläufig das Display sehen muss, lässt einfach keine stabile Kameraführung zu. Für uns ist daher die Lösung gewesen, mit einem externen Monitor zu arbeiten, damit wir die Kamera näher an den Körper ranbekommen. Das DSLR-Konzept der Kamera wirft auch noch weitere Nachteile auf. Zum Beispiel bei der Gimbal-Montage. Dadurch, dass die Kamera sehr breit ist, lässt sie sich auf einem Gimbal wie zum Beispiel dem RS2 schlechter balancieren und montieren. Das führt uns zur abschließenden Frage. Würden wir die Kamera weiterempfehlen? Zusammenfassend lässt sich natürlich sagen, die Color Science ist überwältigend und der Body liefert ein tolles Bild. Allerdings muss man einige Einschränkungen beachten. Zum Beispiel, das Prädikat Pocket trifft nicht mehr wirklich zu, wenn man die Kamera dann hochgerickt hat, sodass man damit locker einen Drehtag durchstehen kann. Dann kann man die Kamera nicht mehr einfach mal in der Hosentasche verschwinden lassen, denn die externen Akkus, die externen Speicherlösungen und der Cage fordern hier ihren Tribut. Außerdem muss man aufpassen, dass man sich nicht vom super günstigen Preis so ein bisschen hinters Licht führen lässt, denn natürlich, wir haben über all diese Anbauten gesprochen, die kosten auch nochmal Geld, sodass locker nochmal ein Tausender oben drauf kommt, bevor man die Kamera wirklich einen ganzen Drehtag lang einsetzen kann. Außerdem haben wir über die Einschränkungen in der Ergonomie gesprochen, die einem einiges abverlangen und die fehlenden Automatiken führen dazu, dass man sagen muss, dass die Coverage, also das, was man wirklich an guten Shots mit der Kamera bekommt, zum Teil ein klein wenig absinkt. Wenn man aber all diese kleinen Mankos beachtet und sich dessen bewusst ist, dann lässt sich sagen, kann man mit der Kamera wirklich viel Spaß für relativ wenig Geld haben. Als letzten Gedanken muss man aber sagen, man sollte die Kamera, bevor man sie sich wirklich zulegt, ausgiebig
für die Produktionen, die man dann auch wirklich damit macht, testen. Denn dann kann man sagen, ja, diese Kompromisse möchte ich eingehen oder vielleicht ist ein anderes Kamerasystem für mich dann doch besser geeignet. Damit verabschieden wir uns und wir bedanken uns, dass ihr euch das angeschaut habt. Ihr könnt euch auch nochmal den Blogartikel auf unserer Website dazu durchlesen, wo wir noch mehr ins Detail gehen. Was hat es zum Beispiel mit den Farben auf sich? Wen das interessiert, der kann sich da nochmal zusätzliche Informationen zu anschauen. Vielen Dank und ciao.